Ein Schriftgelehrter, der die Gebote, die Gesetze, die Weisungen kennt, der weiß, dass es 613 Geh- und Verbote im Judentum gibt, die die Gottesbeziehung und die Beziehung zu den Nächsten regeln sollen. Ein solcher Schriftgelehrter macht Jesus ein Kompliment. Er sagt zu Jesus: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du das und das gesagt. Ein solcher Schriftgelehrter, der Jesus lobt, hört dann von Jesus ein sehr bedeutendes Wort: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Bist ziemlich gut unterwegs. Du bist relativ nahe dem Ziel. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, aber drinnen bist du noch nicht, könnten wir denken. Und es geht tatsächlich um das ganz genaue Hinschauen. Denn Gebote und Weisungen kennen, ja, sie sogar wenigstens äußerlich befolgen, garantiert noch nicht das innere Beteiligtsein. Dienst nach Vorschrift heißt nicht, dass eine Beziehung zu dem da ist, dem ich da dienen soll. Gott dienen heißt übrigens, sich Gott anvertrauen, sich Gott gegenüber offen halten, dass Gott durch uns der Welt dienen kann. Dass er unser Leben haben kann, um durch uns der Welt Freude, Begeisterung, Frieden, Liebe, Güte zu schenken. Also Gott dienen ist nicht in erster Linie eine Frage der Gesetzeskenntnis, sondern eine Frage der inneren Beteiligung. Ist das Herz dabei? Und wir haben es weiterhin gehört, ein Lieben, wie die Heilige Schrift es meint, ist ein Lieben, das uns auch etwas kostet. Wir haben es gehört, nämlich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft musst du investieren, wenn du ein Liebender sein willst. Also nicht bloß entgegennehmen und den lieben, der mir Gutes tut. Und da sagen Fachleute, dass wer zum Beispiel nie ausgenützt worden ist, der hat nie etwas Gutes getan. Gemeint ist, dass der, der lieben will, damit rechnen muss, dass er nicht immer fair behandelt wird. So sagt Josef Garcia Cascales, die Überzeugung haben, dass es besser ist, dass man uns 4 oder 5 Mal im Leben betrügt, ist besser und notwendiger, als dass wir das ganze Leben im Misstrauen zu den Menschen verbringen. Also keine Sorge, wenn Sie manchmal sich als Verlierer erleben. Ihre Einstellung wird wahrscheinlich die rechte sein. Nun hat uns Jesus auch die Heilige Schrift schon eine Vorgabe gemacht, nämlich zuerst Gott lieben, denn er ist dein Schöpfer, er ist der Herr, er ist sozusagen der Vater der Menschheitsfamilie, Mutter der Menschheitsfamilie und wenn du mit ihm in guter Beziehung bist, dann kommt dir all das zu, was du brauchst, um selbst in guten Beziehungen leben zu können, um Beziehungen gut gestalten zu können. Also, wir wollen Gott lieben, um selbst Liebende zu werden. Deshalb ist es so notwendig, auch darüber nachzudenken, wer ist denn dieser Gott? Und
Theologen haben sich gefragt, was ist wichtiger, Gotteserkenntnis oder Selbsterkenntnis? Und beide haben recht, die einen, die die Gotteserkenntnis als vorrangig betrachten und die anderen, die die Selbsterkenntnis als vorrangig betrachten. Die Gotteserkenntnis führt mich dazu, dass ich durch den Blick auf Gott, konkret auf Jesus, erkenne, wohin meine Entwicklung geht, wer ich werden kann. Die Selbsterkenntnis dient dazu, dass ich mich in meinem Potenzial, mit meinen Begabungen und mit meiner gottgeschenkten Grundausstattung kennenlerne und merke, was ich als Mensch alles ins Spiel bringen kann, soll und muss. Und zur Selbsterkenntnis gehört ganz wesentlich auch, dass ich die Gottebenbildlichkeit, die mir vom Augenblick der Zeugung an gegeben ist, dass ich diese aufspüre, ernst nehme und nach außen hin dann Wirklichkeit werden lasse. Also das Gottesbild, wer ist Gott, das zu kennen, ist ganz, ganz wesentlich. Genauso wesentlich ist eben zu kennen, wer bin ich, wer kann ich sein. Nun, die Liebe ist ja ein ganz großes Thema und da haben Sie sicherlich schon reichlich darüber nachgedacht. Albert Einstein soll gesagt haben, solange man jung ist, gehören alle Gedanken der Liebe. Später gehört alle Liebe den Gedanken. Wie kommt Albert Einstein dazu, so zu formulieren? Weil er weiß, dass die Welt der Gedanken praktisch das Studio, das Vorbereitungsforum ist für das, was sich durch mein Leben ausdrückt, zeigt und verwirklicht. Das heißt, achte auf deine Gedanken und haben wir es nicht gehört, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Denken. Und Verantwortung zu übernehmen für seine Gedanken ist keine Kleinigkeit. Erfordert viel Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Disziplin. Und wer nicht für die Gedanken Verantwortung übernehmen kann, der überlässt sich dem Strom, dem Mainstream, dem Sog der Gesellschaft. Der überlässt sich den Gefühlen und ist nicht in der Lage, den Bund Gottes für sich in Erinnerung zu rufen. Der Bund Gottes muss in Erinnerung gebracht werden. Wie hat Gott sich für sein Volk eingesetzt? In Jesus. Und wir haben es aus dem Hebräerbrief gehört. Er, der hohe Priester, der für uns vor Gott eintritt und alles gut macht für die, die durch ihn vor Gott hintreten. Also wir treten durch Jesus zu Gott hin. Er ist ja der Weg. Wir lieben Gott, um selbst Liebende zu werden. Und ich kann nicht umhin, noch einen bedeutenden Mann, dem Leo den Großen, verstorben 461, aus einer Fastenpredigt zu zitieren, der sagt, also erforsche sich der Glaubende und bilde sich in einer ernstlichen Prüfung ein Urteil über seine innersten Empfindungen. Findet er in seinem Bewusstsein etwas von den Früchten der Liebe, so zweifle er nicht daran, dass Gott in ihm wohnt. Und um das Herz immer aufnahmebereiter zu machen für einen so großen Gast, mache er es weit durch immer neue Werke eines beharrlichen Erbarmens. Soweit Leo der Große.
die Innenwelt erforschen und aufspüren, was so empfunden wird, wird erfreulicherweise empfunden, dass da Friedvolles, Gutes, Liebevolles, Wahres, Wohltuendes verspürt wird, dann danken wir Gott und machen wir weiter. Gibt es etwas, was mir Angst macht, was mich aggressiv, gereizt, nervös macht, dann gilt es auch das wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Die Wahrheit, sagt Jesus, macht frei, eine Ursachenforschung zu betreiben und zu fragen, was verspürt denn meine Seele? Warum kann sie sich nicht freuen? Warum geht es ihr nicht gut? Jesus hat ja eindringlich darauf hingewiesen, dass es nicht genügt, irgendwie die Welt zu gewinnen und dabei seelisch Schaden zu erleiden. Es kann sogar seelischer Schaden erlitten werden dadurch, dass ich Menschen in verkehrter Weise zu gefallen suche. Es Menschen recht zu machen, die möglicherweise noch nicht die Weitsicht Jesu haben, um die wir ringen. So wollen wir aufmerksam sein und kritische Menschen bleiben, selbstkritisch, aber auch der Mitwelt gegenüber kritisch. Und der Heilige Geist wird alle Wahrheitssuchenden reich mit sich selbst beschenken können. Der Heilige Geist ist der Aufklärer, der Seelenflüsterer, der uns in die ganze Wahrheit führt. Amen. Aus dem Herzen heraus beten ist Ausdruck der Liebe. Es ist auch Liebe, für andere zu beten. So schließen wir die ganze Menschheitsfamilie in unser Gebet ein. Wer Jesus in sein Herz aufnimmt, empfängt in dieser Welt, in dieser Zeit göttliches Leben, göttliche Liebe. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist nicht Produkt der Menschennatur, sondern die Menschennatur bietet sich an, dass Gott seine Liebe durch uns den Menschen schenkt. Das ist die Freude, das ist die Erfüllung der Christen.